Ja. Hallo. Das bin ich. Oh mein Gott, komm schon, komm schon. Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Format auf meinen und Marks Kanal. Und zwar haben wir so ein, wie soll ich sagen, Bestrafungsbattle geplant. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltend werden. Und ich rede jetzt auch gar nicht lange drum herum. Ich erkläre euch jetzt einfach mal ganz kurz noch, wie wir das Ganze gestalten werden. Das heißt, wir werden verschiedene Spielmodi spielen, wie zum Beispiel Bad Wars, Mario Party und so weiter. Das könnt ihr alles unten in den Kommentaren bestimmen. Wir fangen heute an mit Bad Wars, werden eine 8x1 Map spielen und derjenige, der entweder am meisten Betten abbaut, am meisten Kills macht oder am längsten überlebt hat, gewinnt. Der Verlierer muss dann eine Bestrafung machen, die heute wir entscheiden. Aber in den darauffolgenden Tagen und Folgen könnt ihr das alles entscheiden. Und jo, Marc, hast du noch irgendwas zu sagen? Also, in den Kommentaren könnt ihr natürlich Spielvorschläge, Bestrafungen, Ideen reinschreiben für den Namen des Projektes. Und ja, ich würde sagen, könnt direkt anfangen, ne? Gut, dann sehen wir uns gleich in der Runde wieder. So, da sind wir auch schon wieder in der Runde. Und zwar, was wir noch vergessen haben zu sagen, wollt ihr auch eine Doppelfacecam bei den normalen Folgen? Bei den Straffolgen wird es auf jeden Fall eine Doppelfacecam geben. Wollt ihr auch eine in den normalen Folgen, wo wir dann einfach nur so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, Action-Maction machen? Und ihr uns dann beide sehen müsst und das Elend ertragen müsst. So, Marc, ich habe eine Frage und zwar, bin ich bei dir genickt oder bin ich bei dir... Oder bei mir heißt du ja Grumpy, aber... Ja? Das ist auch, weil wir in einer Party sind. Achso, ja, dann ist gut, weil sonst hätte ich dir... Auf jeden Fall, Leute, schreibt auch nochmal rein, wie ihr das wollt. Wollt ihr, dass die Bestrafung ein extra Video bekommt? Wollt ihr die Bestrafung ganz hinten am Video dran geklatscht haben? Oder oder wollt ihr die Bestrafung direkt, nachdem man verloren hat, direkt ohne Cut und so? Das würde auf jeden Fall interessieren, weil das war eine spontane Idee. Und deswegen könnt ihr natürlich so viele Tipps, wie ihr wollt, oder Verbesserungsvorschläge in die Kommentare schreiben bei uns beiden. Das uns auf jeden Fall hilft und das Projekt oder das Format noch besser und lustiger für euch macht. Genau. Mein Ziel ist es jetzt erstmal, so viel wie möglich Betten wie möglich abzubauen, weil wir ja grundlegend das mit den Betten haben. Sollte aber das zum Beispiel nicht gehen, wegen aufgrund irgendwelcher Dinge, haben wir uns ja dafür dann entschlossen. Moment, so. Ja. So ein bisschen hoch. Das mit den Kills und so weiter zu machen. Gucken einfach mal heute so. So, da bauen sich zwei rüber. Fuck, hatte der ein starkes Schwert. Okay, aber er ist gleich down. So, ich lasse mich jetzt nicht lumpen. Ich gehe jetzt sofort wieder zu dem. Der kommt jetzt wahrscheinlich sofort auch wieder zu mir. Aber das ist mir egal. Leute, das ist mir egal. Ich werde mir den jetzt holen. So. Wie sieht's denn bei dir so aus, Marc? Also Leute, ihr müsst wissen, das ist für uns so spannend, weil ich bin so aufgeregt und mache so viele Fehler oder so. Ja, ich auch. Ich bin irgendwie total nervös und keine Ahnung. Ja. Es ist richtig komisch und creepy. So. Okay. Und wir Leute, ihr könnt ja auch schreiben, ob wir immer, also wir wollen geplantes immer abwechselnd, also einmal bei dem Boomstoggy auf dem Kanal und einmal bei mir, also jede Woche unterschiedlich. Nur ich fahre jetzt, nein, ich fahre jetzt in Urlaub erstmal. Und ja, ich baue ein Bett ab. Oh, und er ist tot, perfekt. Und jetzt okay, ich habe ein Bett abgebaut. Nein, der baut mein Bett ab. So. Müssen wir da erstmal durchkommen, Leute. Okay. Ja, scheiße. Okay, ich habe einen getötet und ein Bett abgebaut. So, Leute, merkt euch das. So, da fliegt der wieder. Deswegen, wenn ihr Ideen habt, schreibt einfach alles in die Kommentare, damit wir einfach uns verbessern können. Und ich fahre ja jetzt nächste Woche im Urlaub. Deswegen wird das erstmal die erste Folge sein. Wir warten auf Feedback. Wir gucken, wie viel Interaktion, wie viel Kommentare, wie viel Bewertung das hat, und wenn es euch wirklich gut gefällt, dann werden wir uns so nach dem Urlaub sehen. Gut, ein Kill und ein Bett schon mal, das ist schon mal sehr beruhigend für mich. Und ich zitter gerade, Leute, das glaubt ihr gar nicht. Also ich bin gerade so extrem aufgeregt, weil, keine Ahnung, ich habe
wie das Gefühl, dass ich dann irgendwie was eine krasse Bestrafung machen muss. Und ja, das ich soll auch. eben halt auch das Ziel von diesem Format sein, dieser Nervenkitzel dahinter. Oh mein Gott, was muss ich jetzt machen? Und es wäre halt cool, wenn ihr auch Bestrafungen schreibt, die auch möglich sind. Nicht sowas Ja. wie, ja, spring vom Dach und. Deswegen, wenn ihr gut habt, Ja. werdet ihr auch erwähnt. Deswegen überlegt es euch gut. Jo. Und ja. So, was ich auf jeden Fall jetzt tun muss, ist meine Base ein bisschen besser einbauen. Ich glaube, das ist einfach wichtig hier. Das stimmt. So. Zack. Alter, ich bin so aufgeregt, Leute, Leute. Oh Ach mein du Gott, Scheiße. Und wir so. wissen selber noch nicht mal, was für Bestrafung wir gleich machen. Das ist Ja, das Krasse. eben. Wir überlegen uns die jetzt dann auch so. Und das ist ja, finde ich, auch noch ein Punkt, wo man dann sagt, so, okay, krass, die wissen nicht mal, was die machen sollen. Und deswegen habe ich ja auch so Angst, wenn ich jetzt weiß, ja, ich muss das und das machen, kann ich mich ja schon so ein bisschen drauf einstellen. Aber das Problem ist eben, ich weiß es nicht. Und es lebt eben noch Marek. Also das. Oh mein Gott, hat jemand einen Bogen? Ja. Marek lebt noch und Gelb hat noch ein Bett. Das heißt. Und ich habe eben noch ein Bett. Hast du das? Okay. Das heißt, jetzt kann ich entweder nur noch dein Bett abbauen und du mein Bett abbauen. Und wir haben ja beide schon ein Bett abgebaut. Das Echt jetzt? heißt, Was? das wäre dann ein Gleichstand. Es sei denn, ich schaffe es nicht, dein Bett abzubauen. Aber Gelb lebt noch. Bist du da bei Gelb? Nee, ich bin in meiner Base, Weil weil. da sind zwei Leute bei Gelb. Okay, weil da jemand mit dem Bogen schießt. Deswegen ist es so ein bisschen blöd jetzt. Wie viele Kills hast du eigentlich schon gemacht? Also ich habe auf jeden Fall ein Team ausgelöscht. Also ich denke, dass das dann als ein Kill zählt, glaube ich. Okay, gut. Ich habe auch ein Team ausgelöscht. Also Leute, jetzt entscheidet sich entweder jemand ist so mutig, versucht das Bett abzubauen, oder man muss halt Kills machen. Ja, genau. So. Das Problem ist, wie soll ich Kills machen, wenn da einfach vorne jemand steht, der mit dem Bogen da campt? Das ist ein bisschen doof. So, ich konzentriere mich gerade übel, Leute. Sorry, dass es ein bisschen so ruhig ist. Ich hoffe, wir haben auch nichts vergessen anzusprechen. Ich habe immer das Gefühl so, weil, ja. Und ich hoffe, das Projekt gefällt euch natürlich. Nein, ne? Wird von irgendwo abgeschossen. Sollte Marek jetzt nämlich Ich wurde sterben, abgeschossen. Nein! dann zählt der Punkt für mich und ich habe gewonnen. Das ist natürlich, das wäre mir natürlich am allerliebsten, weil dann habe ich nämlich was zu lachen und wir machen. Schieß doch. Schieß doch. Alter, dieser Blaue, der hat mich gerade runtergeschossen. Ja, natürlich, der campt da jetzt in der Mitte, in der Nummer 1. Deswegen, ist auch ein bisschen So. schwer, dass wir das dann da packen. So. Also unser Ziel ist jetzt nicht zu gewinnen, sondern wer die meisten Blätter abbaut, bevor man stirbt. Deswegen, das ist ja auch das Ziel. Und ihr könnt zum Beispiel auch nochmal Bedfors vorschlagen, aber dann mit einer anderen Challenge. Also das ist ja sozusagen ein Challenge-Format. Und ja. So. Wie der einfach mit dem Bogen schießt, ey, das macht mich echt kirre. Aber ich habe so ein bisschen mich schon in die Mitte vorgedrungen, sag ich. Oh mein Gott. Echt jetzt? Traust du dich? Ich traue mich nicht. Ich hätte Der es schießt einfach. mich ganze Zeit ab. Ja, alter Leute, ey, ich piss mich gleich an. Ich bepiss mich wirklich gleich, ich schwör's. Wie der schießt, ey, dieser Donald Duck da vorne. Ja. Der hat echt, Aber das Gute ist, er wird irgendwie von zwei Seiten geschossen. Oh Mann, der farmt jetzt natürlich Gold bis zum geht nicht mehr. Jetzt Ja, leben stimmt. nämlich nur noch wir beide. Und der andere, ne? Ja, und der Blaue. Du bist Türkis, oder? Jo. Wie trifft mich der denn da? Wie Okay. kann er mich denn da bitte schon treffen? Durch den Boden oder was? So, Alter, es ist so spannend. Denn weil man kann ja auch einfach einen Fehler machen. So ein ganz kleiner. Bei den anderen würde das nicht jucken, aber jetzt wird es so gravierend, wenn man einen Fehler macht. Deswegen, man muss eigentlich gut überlegen. Trotzdem ist man mega aufgeregt und macht das dann nicht. Okay, Okay, jetzt so, ich muss baue mich jetzt. ich. Was machst du gerade, wenn ich fragen darf? Du bist gerade wieder sehr leise gewesen. Ja, weil ich mich gerade ein bisschen versuche zu dem Typen zu bauen, auch wenn es nicht gerade easy ist. Aber naja, was soll's. Meine Güte, der farmt da, ey. Kann der nicht mal in seine Base zurückgehen, wenn er einfach nur in seine Base zurückgehen könnte? Das wäre mein Ja. größter Traum, EU West. Wird er auch, glaube ich, irgendwann, oder er wird sagen, ne, YOLO, scheiß auf das Gold.
Ich farm jetzt einfach die Gegner. Weil er könnte, er hat bestimmt 30 Gold, er könnte einfach Enderperlen holen. Ja, geh nach Hause. Nee, geht er? Nee, er beschießt mich hier lieber. Meine Güte, was? Bist du in deiner Base und er beschießt dich, oder was? Nee, ja, also ich bin auf dem Weg zu meiner, also ich habe so einen Weg zur Mitte gebaut quasi. Und er steht da jetzt und will mich natürlich doof beschießen. Aber ich glaube, er ist okay, jetzt das zurück. Ich glaube, er ist in seiner Base. Oh mein Gott. Dann würde ich rüberbauen, ne? Ich weiß halt nicht, welche Farbe du bist und ob du bei... Nee, er ist bei mir. Der Typ ist bei mir. Schießt er dich ab? Hallo. Das bin ich. Oh mein Gott. Komm schon. Boah. Nein! Oh mein Gott, war das knapp. Ich hab mich so lange zu dir gebaut. Das gibt es gar nicht. Ich war schon sicher. Siegessicher. Mein Gott. Alter, das war so knapp für dich, ne? Ja, es war mega knapp. Oh Mann. Da kam einfach Marc so an und wollte jetzt zum Beispiel mein Bett abbauen. Ey, was bist du denn für einer? Was soll Leute, das im letzten Video, also auf meinem Kanal, da habe ich mich auch so rangeschlichen. Das hat auch geklappt. Deswegen, ich wollte es wieder machen. Es hätte fast, also es hat ja eigentlich geklappt, nur wegen deinem Bett, ne? Ja, alter Schwede. Ach, Mist, ja, einfach, wie bist du denn überhaupt zu mir gekommen, bitte? Wie ist das? Ja, das verrate ich dir. Vielleicht eine Enderperle. Ja, weil du warst ja nie in der Mitte, das kann ja gar nicht sein. Doch, ich war vielleicht in der Mitte. Das kann ich mir aber nicht ganz. Man kann auch. Na, ich sag nix. Okay. Aber. Auf jeden Fall war es lustig, weil du hast ihn so abgeschossen. Du hast die ganze Zeit so geguckt, dann bin ich so hingelaufen. Wie hast du es denn gesehen? Ja, weil ich gesehen habe, dass ein roter Name in meiner Base war und dachte mir so, hey, das kann jetzt aber ach, nicht lol, ganz so sein. Ach lol, ich habe so gesneakt und so. Ja. Hui, das ist ein bisschen kacke, die Situation hier. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott, der kommt auch noch, ey. Hallo, Thomas. Scheiße, nein. Ja, er fliegt auch. Scheiße. Okay. Wenn das nicht so wäre, ne, ich hätte den Sieg sicher, ey. Boah, Leute, das ist gerade so spannend. Genommen. Scheiße, Leute, scheiße. Ja! Nein, niemand. Und er ist auch noch bei dir. Jawohl! Ja! Oh mein Gott. Boah, zum Glück habe ich mich nicht in die Mitte gebaut. Zum Glück hast du dich zu mir gebaut, dass er dich jetzt getötet hat. Okay, Marc, ich würde sagen, freu dich auf die Bestrafung. Ja, oh, wir sehen uns gleich, Leute. Shit. Ja,